Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video geht es nicht um Kaffee, sondern um den weißen Schaum darauf. Mit einem Cappuccinatore lässt sich dieser leicht herstellen. Vorausgesetzt, Sie sind stolzer Besitzer eines Kaffee-Vollautomaten. Das Gerät besteht aus mehreren Teilen, die zwecks Reinigung demontiert werden können. Nach der Reinigung einfach wieder zusammenstecken. Nun die Milchschaumdüse an der Maschine abschrauben und durch den montierten Cappuccinatore ersetzen. Die kalte bereitgestellte Milch wird über einen Silikonschlauch angesaugt. Den gekochten Kaffee unter dem Milchschäumer platzieren und das Dampfventil öffnen. Der eigentliche Schaum entsteht nun durch das gleichzeitige Ansaugen von Luft. Der kleine Stift am Cappuccinatore regelt die für die Konsistenz verantwortliche Luftzufuhr. Fertig ist Ihr Cappuccino. Für eine schnelle Reinigung nach der Zubereitung saugen Sie einfach klares Wasser an. Filmstudio Sauerland.